Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zu WWE 2K16 und Universe-Modus hier im SummerSlam geht weiter, Clash of Legends. Wir haben das nächste Match, das drittletzte Match hier auf der Karte stehen, um den World Heavyweight Championship. Und ja, was könnte es anderes sein als Kevin Owens gegen Seth Rollins um den World Heavyweight Championship? Denn Seth Rollins möchte natürlich seinen Titel wieder haben und fordert Kevin Owens, der ja schon seit 4 Wochen diesen Titel hält, wieder heraus. Und ja, ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, während ich gerade mal eine Sache noch nachgucken muss, nämlich, ja, das ist hier eine neue Nachricht. Der hat mir tatsächlich den Titelwechsel hier, hat der mir hier nicht übernommen, Schweinerei. Da muss ich das mal gerade machen, dann könnt ihr das, euch das mal gerade angucken hier. Titel bearbeiten. Da müssen wir es manuell ändern und von Dusty Rhodes geht der Titel natürlich jetzt über in die Hände von Stone Cold, der hier irgendwo rumläuft. Ich glaube, wir hatten. Oh, gute Frage. Welchen Stone Cold hatten wir denn? Stone Cold mit 94, Stone Cold 97 oder 2003? Das kann ich jetzt auch nicht nachträglich mehr nachgucken, ne? Das ist ja doof. Da habe ich mir jetzt ja hier ein kleines. Das schaue ich doch mal lieber nochmal offscreen nach, bevor ich das jetzt hier ändere. Ist auch nicht so schlimm, das Match hier. Wir können ja leider die Leute hier nicht sehen. Es macht auch nichts, weil das kann ich nachträglich immer noch ändern, dass der den Championship bekommt, den WWF Championship. Und wir gehen jetzt aber hier rein. Kevin Owens muss ja zweimal ran. Der wird ja gleich noch von Goldberg auch noch herausgefordert um sein WWE Undisputed Championship. Jetzt allerdings erstmal der World Heavyweight Title. Oje, oje, Kevin Owens. Aber das ist halt, wenn ich Multi-Champion bin, mache ich halt mehrere Matches auf der Karte. Das ist halt so. Es ist halt so. Er muss da durch. Und er hat uns ja schon auf dem letzten Pay-Per-View bewiesen, dass er das auch kann. Außer gegen John Cena, da kann er das nicht. Da hat er den US-Title direkt verloren. Aber ansonsten, gut. Standing Moonsault von Seth Rollins. Der weiß auch, wie man ein Match startet. Pff. Okay. DDT in den Turnbuckle. Ja, nee. Ist okay. Seth Rollins hat Bock. Und zeigt hier erstmal, wie sauer er eigentlich auf Kevin Owens ist. Der sich jetzt hier auch mit einigen Tritten und Schlägen bedankt, denke ich mal. Oho, was für ein schöner, dynamischer Konter von Seth Rollins. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Aber auch Kevin Owens hat hier die Konter raus und zeigt erstmal die Press an Seth Rollins und sagt hier, komm, auf deinen Kopf, immer wieder drauf. Solange bis du verstehst, dass ich jetzt der neue Titelträger bin und auch bleibe. Boah, was für ein Konter in eine Clothesline. Mann, was hauen die beiden hier raus. Aber wenn das so weitergeht, dann kann das hier locker ein 5-Sterne-Match werden. Oh, auch wieder Konter. Da muss er pusten, der Seth Rollins. Aber hat auch wieder eine Antwort parat. Nämlich Kevin Owens mehrfach umzudrehen, damit ihm schwindelig wird. Ach so. Shiranui von Seth Rollins läuft bei ihm. Alles klar. Dann tritt er hier auf den Arm. Das Knie auf das Kinn geschlagen. Das tut auch groß, wirklich sehr weh. Seth Rollins ist hier furious, könnte man meinen. Der will sich das hier wirklich nicht gefallen lassen. Aber kassiert das mal schön Backsuplex von Kevin Owens. Also es geht schon hin und her hier. Und man merkt, dass Seth Rollins hier wirklich die Schnauze von diesem Multi-Champion voll hat. Wow. So eine Art Small Package Suplex oder was soll das sein? Keine Ahnung. Erster Coverversuch hier von Seth Rollins. Mal geht das mal bis 2.
Gar nicht mal schlecht für den ersten Coverversuch. So früh Match, Dragon Suplex. Oh, jetzt geht er auch noch aufs Top Rope. Also ich glaube, Seth Rollins, der ist so energetisch voll gut drauf hier. Ach so. Ein, was ist das, 450 Splash? Also irgendeine Art von Mehrfachumdrehung bis zum Aufschlag. Splash. Lol, Seth Rollins holt die Moves raus hier. Und wie, Shiranui haben wir schon gesehen, jetzt das Ding hier. Vorhin der DDT in den Turnbuckle, also der packt ja hier die ganz besonderen Sachen aus. Lässt Kevin Owens hier auch keine Sekunde Ruhe. Oh, jetzt soll es auch noch einen Top Rope Move geben. Da kündigt sich schon ein Superplex an. Also das ist natürlich so langsam auch wirklich erheblicher Schaden, den... Was macht er denn jetzt? Achso! Was immer das auch war? Okay, das hat der gekontert oder was? In einen German Suplex in die Regel, okay, alles klar. Lol. Hat Seth Rollins vielleicht übertrieben mit seinen Quick Moves hier. Wird jetzt auch zum Cover eingerollt. One, two... Und ein Kickout von Seth Rollins. Das erste hier. Kassiert dann gleich den nächsten German Suplex. Die haben ja eine Chemie hier, das ist ja unfassbar. Da geht's ja richtig rund. Klasse, das Match bisher. Ah, Chinbreaker, kommt er nochmal zurück. Oh, dann dieser Enzigiri-Kick in den reinlaufenden Kevin Owens. Das kann einen auch schon mal ausnocken, wisst ihr das? Das ist echt nicht ungefährlich. Aber Kevin Owens steht einfach auf und sagt, pff, mir doch egal, hier Enzigiri, was auch immer, Shiranui, bla. Deine ganzen komischen japanischen Movesets hier. Oder dein japanisches Moveset ist mir egal. Und dann kommt der Big Splash oder Crossbody vielmehr. Nicht Big Splash. Wow. Crossbody auf den stehenden Kevin Owens. Und der hat trotzdem noch einen Konter parat und will jetzt erstmal Seth Rollins hier auf dem Boden halten mit einem Side Headlock. Meine Güte. Die haben aber auch Lust und das wird dann gekontert in einen anderen Headlock von Seth Rollins. Okay. So. Ein ziemlich böser Backbreaker hier. Nächster Coverversuch, aber bei 2,23 oder so kickt Seth Rollins wieder aus. Aber Kevin Owens macht das hier ebenfalls sehr geschickt, muss ich sagen. Oh, Roll-Up, Superkick. Eieiei, Schoolboy Superkick-Variante. Coverversuch hinterher. One, two. Und bei 2,4 ungefähr, 2,5 vielleicht. Kickt Kevin Owens da nochmal aus. Was war das denn? Seth Rollins muss sich die Hose richten und währenddessen kann Kevin Owens dann kontern. Und hier auf Wiedersehen mit der Swanton Bomb gegen Seth Rollins. Auch hier wieder ein Coverversuch. Gucken, wie lange der durchgeht. Na, auch nur bis 2, okay. Interessantes Match bisher. Haben hier schon einiges rausgehauen. Und hier einige Höhepunkte geliefert. Hast du quasi so eine Art Sister Abigail Move hier. Face Crusher oder wie man das nennen soll, keine Ahnung. Und Seth Rollins macht sich bereit für den Move, den eigentlich Triple H berühmt gemacht hat, den Pedigree. Aber jetzt hat Kevin Owens hier erheblich Probleme. Kann er daraus überhaupt noch auskicken? One, two, boah, 2,9, aber wirklich ganz, ganz knapp. Kickt Kevin Owens hier nochmal aus dem Pedigree. Quasi auch Majestätsbeleidigung gegenüber Triple H. Nicht nur Seth Rollins. Aber da kommt wieder so ein German Suplex. Eine, wie ich finde, äußerst passende Antwort hier. Direkt mit Cover, one, two, aber nochmal ein Kickout von Seth Rollins.
Also die wollen jetzt natürlich hier irgendwann ein Ende machen, ist ja klar. Oh, Seth Rollins landet in der Ringecke mit einer Clothesline in den Rücken, wird er dann nochmal begrüßt. Wenn meine Stimme hier einen Abgang macht. Oh oh, wir alle kennen diesen Move. Pop-up Powerbomb mit Cover. One, two. Boah, ein 2,9er Kickout von Seth Rollins, der es genauso wie Kevin Owens schafft, aus diesem Finisher nochmal auszukicken. Meine Herren! Also die beiden zeigen hier ein wirklich besonders tolles Match, muss ich sagen. Schöne, krasse, hohe Höhepunkte dabei gab von Anfang an. Matchqualität ist wirklich super toll. Und Kevin Owens muss schon in seinem ersten von zwei Matches hier um alles kämpfen, was er hat, um den World Heavyweight Titel nicht direkt zu verlieren. Wieder ein Konter hier von Seth Rollins und einen Side Headlock. Versucht Kevin Owens hier wegzuwürgen. Aber der kann sich daraus auch gar nicht befreien. Interessant. Ja doch, so langsam kommt er wieder auf die Beine. Und kann Seth Rollins hier auskontern. Oh! Mit so einem Heel Kick. Und der Senton. Alles klar. Cover hinterher. Oh, das könnte es auch gewesen sein. One, two. Aber Kickout von Seth Rollins bei two. Bei zwei. Meine Herren, die geben sich hier alles, was sie haben heute. Und das ist natürlich extrem SummerSlam würdig, jetzt hier so ein Pump Handle Suplex und dann der Versuch eines Splashes, aber der geht daneben. Oh, dann rollt der mit dem Rücken auf Seth Rollins. Das tat beiden weh, glaube ich. Also eins steht fest, beide liegen jetzt hier am Boden und beide wollen unbedingt gewinnen, aber derjenige, der jetzt eher aufsteht, der heißt Kevin Owens. Das könnte... Oh Gott, da gab es nochmal einen Konter von Kevin Owens, das war sonst sehr, sehr knapp. Backbreaker. Erneut ein Backbreaker gegen Seth Rollins. Der kontert direkt diesen Versuch mit den Fäusten den Kopf zu zermalmen und es gibt schon wieder Schoolboy Superkick und Kevin Owens blutet. Alter, das kann nicht sein. One, two und Kickout von Kevin Owens. Alter, der Typ ist so sick, ne? Der kickt noch vor 2,5 irgendwo aus, nachdem er hier angefangen hat zu bluten durch den Superkick. Und was gibt's jetzt? Small Package. Driver, würde ich mal behaupten. Das sieht nach einem Driver oder Slam, ist auch egal. One, two. Oh, wieder Nearfall. Das war schon 2,99 gefühlt, Periode 9. Wie spät der da ausgekickt ist, aber er hat's halt noch geschafft. Oh, wieder ein Enzigiri. Alles klar, der hat direkt die Antwort parat. Denkt sich so, Alter, das reicht mir jetzt auch langsam. Der fette Typ soll liegen bleiben. Jetzt gibt es nochmal das. Den illegalen Coverversuch. Der Referee zählt trotzdem. One, two. Aber er schafft es. Kevin Owens schafft es auszukicken. Oh, jetzt. Die nächste Pop-up. Powerbomb an Seth Rollins mit Pin. One, two, three. Oh, Alter. Der Typ, ne? Alter, ey, mit einem Leverage-Pin wird er nicht gepinnt. Und dann zeigt er direkt die Pop-Up-Powerbomb und macht Schluss. Alter, was für ein Match. Ah, aber jetzt hat er endgültig bewiesen, warum er den Titel von Seth Rollins überhaupt bekommen konnte. Er ist einfach überlegen, das muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, das muss Seth Rollins jetzt aber langsam auch mal akzeptieren. Dieser Kevin Owens ist für ihn eine Spur zu...
fett, hätte ich bald gesagt. Eine Spur zu schwer, zu heftig. Sucht es euch aus. Wow. Also unser Multi- oder Triple-Champion behält seine WWE-Heavyweight-Titel. Und jetzt wird ja das nächste Match noch spannender. Hier haben wir nochmal diesen kranken Enzigiri von Seth Rollins gesehen, kurz vor Schluss. Jetzt wird es ja noch bescheuerter, weil jetzt wartet niemand Geringeres als Goldberg auf Kevin Owens. Hier sehen wir nochmal den illegalen Leverage-Pin. Dem Schiri war das anscheinend egal. Dem Referee. Da konnte Kevin Owens gerade so auskicken und dann direkt die Pop-Up-Powerbomb in die Ringseile mit dir und buff, auf Wiedersehen. Und dann gibt es den Pinfall für Kevin Owens. Wow. Damit bleibt er natürlich unser neuer und alter WWE Heavyweight Champion. Und inzwischen kann Seth Rollins sich nicht mehr beschweren. Der wurde zweimal jetzt clean besiegt von ihm. Auf zwei verschiedenen Pay-Per-Views. Seth Rollins, ne? Der mag ja nicht die beste Bilanz im Universe haben, aber der ist so ähnlich wie Dusty Rhodes bei den Oldschool-Draw-Leuten. Der gewinnt immer die wichtigen Matches, ne? Ich meine, gut, jetzt hat Dusty Rhodes unter einem anderen Stern irgendwie verloren, weil Mr. McMahon eingegriffen hat. Das können wir jetzt nicht so wirklich dazu zählen. Aber er hat schon echt eine Ähnlichkeit. Er ist relativ fettleibig, dick, schwer. Und er gewinnt immer dann, wenn es drauf ankommt. Krasser Typ, muss ich einfach mal so sagen. Nach wie vor Triple Champion, aber das könnte sich jetzt schnell ändern, denn er muss im nächsten Match um den WWE Undisputed Titel gegen Goldberg ran. Da bin ich echt gespannt, bin heiß. Also, ich hoffe, ihr seid es auch. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und ciao.